Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute malen wir eine Winterlandschaft, die leicht im Dunst liegt. Wir malen nach einer Skizze, nicht nach einem Foto, und diese Landschaft könnte eigentlich überall sein. Die Skizze ist wie immer nicht groß, sie ist etwa 6x8 cm groß, also nicht einmal Handteller groß. Das ist wichtig, damit ich nicht zu viele Details hineinzeichne. Und diese Skizze wird dann übertragen auf das Aquarellpapier und dann wird gemalt. Zuerst mische ich die Farbe für den Himmel. Das wird kein Blau, sondern eher ein Blaugrau, ein ganz neutrales Blaugrau, gemischt aus Ultramarin und Siena gebrannt. Bevor ich nun wirklich mit dem Malen beginne, befeuchte ich mein Blatt mit einem Ziegenhaarpinsel mit dem Hackbrush, den ich vorher wirklich gut ausgedrückt habe, damit er eine schöne scharfe Kante hat. Ich achte darauf, dass ich die Häuser nicht befeuchte, sondern wirklich exakt rundherum befeuchte. Ganz einfach deshalb, damit mir später nicht die Farbe hineinläuft. Ich male heute wieder auf Arschpapier. Das heißt, ich brauche viel Farbe, sehr viel Farbe, denn das Papier saugt ganz stark, obwohl es schon befeuchtet ist. Und ich gab noch etwas Siena gebrannt dazu, damit mir der Hintergrund nicht zu blau wird, sondern eher grau wird. Blaugrau soll er sein. Für den unteren Bereich des Himmels kommt noch ein wenig Siena Natur und auch noch Siena gebrannt dazu. Das sieht im ersten Moment ziemlich kräftig aus, aber ich kenne mein Papier und das wird beim Trocknen dann heller und verläuft und verbindet sich ganz schön mit dem Blaugrau, das ich zuerst aufgetragen habe. Im oberen Bereich verstärke ich noch die Dunkelheit, also Ultramarin und Siena gebrannt. Und das darf ruhig ein wenig fleckig werden, denn zu glatt und zu einheitlich mag ich diesen Himmel heute nicht haben. Mit meinem Struppe mische ich jetzt noch ein ganz lockeres Blaugrau aus Ultramarin, Siena gebrannt. Und ganz locker insofern, weil es einmal mehr rötlich und einmal mehr bläulich ist. Die Farbe trage ich mit ganz lockeren Pinselstrichen auf. Ich achte nur darauf, dass die untere Kante ja hart bleibt, aber da ist das Papier ja trocken, da verrinnt nichts. Und oben muss das Papier noch nass sein, damit ich eine schöne Verbindung mit dem Himmel bekomme. Das soll ganz weich ineinander verlaufen. Mein Struppe eignet sich dazu ganz besonders gut. Wenn man keinen Struppe, also keinen solch ausgefransten Borstenpinsel hat, dann kann man sich so einen geeigneten Pinsel aus einem alten Ölmalpinsel oder auch aus einem Anstreicherpinsel oder einem neuen Pinsel selbst zurechtzaubern. Wie das geht, das werde ich in der nächsten Zeit in einem eigenen kurzen Video zeigen. So, weiter wieder mit der Malerei. Alles, was ich bis jetzt an Farbe aufgetragen habe, ist noch ganz nass. Und das nütze ich jetzt aus, indem ich mit meinem Kalligraphiepinsel, mit dem China-Pinsel, eine dunkle Mischung aus Ultramarin und Siena gebrannt an den unteren Rand dieser Büsche setze. Auch das verläuft wieder nach oben hin ganz weich. Jetzt aber kommen einige Dunkelheiten, die wieder nach oben verlaufen, aber unten, wo das Papier trocken ist, bildet es scharfe Kanten. Und ich arbeite jetzt diese beiden kleinen Häuser heraus. Das heißt, ich male nur den Hintergrund und lasse die Häuser negativ in Weiß stehen. Ja, es macht richtig Spaß, dem Arbeiten der Farbe auf dem nassen Papier zuzusehen. Die ganze Sache hat aber auch einen Nachteil. Man muss sehr schnell sein, denn ja, die Farben trocknen natürlich irgendwann einmal. Und wenn die Farben im Hintergrund schon trocken sind, also nichts mehr verläuft, dann funktioniert das Ganze nicht mehr.
wenn man noch nicht so schnell ist, dann hilft es sehr oft, mit einem feinen Zerstäuber aus großer Entfernung das Blatt ganz vorsichtig zu befeuchten. Dann funktioniert's. Wichtig ist, fein und aus großer Entfernung. Mit einer sehr wässrigen Mischung aus Ultramarin und Sienna gebrannt, lege ich nun einige Teile im Vordergrund an. Ich achte aber darauf, dass noch genügend Weiß frei bleibt, damit der Schnee noch schön leuchten kann. Aber das Weiß des Schnees kann nur durch Kontraste leuchten. Also muss ich neben dem gewünschten Weiß stellen, einige Dunkelheiten anlegen. Die sollen aber nicht so dunkel sein und müssen auch nicht immer blau und auch nicht immer grau sein. Die können auch ganz leicht changieren. Das hier sieht im ersten Moment richtig hart aus, aber mit dem sauberen und nassen Pinsel verwasche ich manche Stellen, sodass ich partiell ganz weiche Übergänge erhalte. Ich glaube, man kann sehen, wie viel Spaß mir diese Art von Malerei bereitet. Farbe auftragen, teilweise wieder verwaschen und das Ganze ganz locker und zwanglos. Ja, an einigen Stellen ist die Farbe noch feucht, also kratze ich ein paar helle Stämme mit meinem Taschenmesser heraus. Für diejenigen, die das erste Mal versuchen, bitte aufpassen, ist die Farbe zu nass, kann es passieren, dass ich statt hellen Stämmen dunkle Kratzer erhalte. Warum? Weil das Papier verletzt ist und die Farbe dort zusammenläuft. Also da ist der richtige Zeitpunkt immer ganz wichtig. Aber gerade bei solchen Techniken oder besser gesagt Tricks sollte man die Sache nicht übertreiben. Mit einem kleinen Rundpinsel der Größe 6 kommen noch einige Dunkelheiten dazu, speziell bei diesen Häusern im Hintergrund. Der Hintergrund ist jetzt trocken und ich kann mit dem trockenen Pinsel mit ganz wenig Farbe ein wenig Laub hier andeuten. Ganz vorsichtig. Das ist Sienna gebrannt und ein wenig Sienna Natur dazu und ich male hier im Hintergrund ein paar Pinselstriche mit dieser warmen Mischung, die ich aber gleich wieder mit Wasser ganz leicht verwasche. Ebenfalls mit dem 6er Rundpinsel und einer sehr dunklen Mischung aus Ultramarin und Sienna gebrannt, male ich jetzt die dunklen Holzteile der Hütten. Ganz einfach, da kommen keine Details hinein, keine Fenster, keine Türen, sondern das ist nur der untere dunkle Teil und das schneebedeckte helle Dach bleibt einfach weiß. Hier noch ein wenig Dunkelheit, damit die hellen Dächer besser zur Geltung kommen. Jetzt nehme ich mit dem Kalligraphiepinsel wieder die Mischung Sienna Natur und Sienna gebrannt auf und lege hier auch einige warme Stellen an. Auch die werden wieder ganz leicht verwaschen. Ich lasse nach oben hin keine harten Kanten stehen.
Ich weiß, dass man da als Anfänger schon eine gehörige Portion Mut braucht, um die Farben so kräftig aufzutragen. Auch wenn man es dann wieder etwas verwäscht. Aber ja, wir sind ja noch nicht fertig. Es kommen ja da noch einige Dinge dazu. Jetzt spiele ich mich nur mit Farbe und mit Wasser. Und an manchen Stellen, so wie hier, kommt auch etwas Dunkelheit hinein aus Ultramarin mit Sienna gebrannt. Auch diese Flecken verbinden sich ganz weich auf dem noch nassen Untergrund. Ja, nach dem Trocknen sieht das Ganze schon wesentlich heller aus. Aber jetzt mit einem kleinen Kalligraphiepinsel und später werde ich dann den Schlepper dazu nehmen, mische ich eine ganz dunkle Farbe aus Ultramarin und Sienna gebrannt an für einige dunkle Stämme. Helle Stämme habe ich ein paar herausgekratzt, aber einige dunkle, markante Stellen brauche ich noch, da hinter dem Haus eine Dunkelheit noch, aber auch einige Baumstämme werde ich noch andeuten. Ohne Druck, ganz locker und keine vielen Details, keine feinen Zweige, sondern nur einige Stämme und Äste. Der Pinsel ist hier absolute Nebensache. Fein sollte er halt sein und nicht zu patzig. Wie ich in anderen Videos ja schon gezeigt habe, nehme ich auch manchmal eine Rohrfeder für solche Dinge oder auch ganz einfach nur einen Holzstab, einen Schaschlikspieß zum Beispiel, um solche feinen Elemente zu malen. Jetzt aber ist wieder mein Struppe im Einsatz. Ich mische wieder Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Teste aber vorher den Farbauftrag und auch die Struktur auf einem separaten kleinen Blatt Aquarellpapier. Und wenn ich zufrieden bin, okay, dann übernehme ich das jetzt auf dem Blatt. Man sieht schön, wie struppig dieser Pinsel ist und da kann ich eben ganz schöne Strukturen von solch Gestrüpp ansetzen. Man sieht auch, dass die Farbe ganz locker gemischt ist, dass das einmal mehr bläulich und dann wieder leicht rötlich, also mehr Sienna gebranntlastig ist. Und so soll es auch sein. Um den Rand nach unten hin noch sauberer hinzubekommen, nehme ich jetzt einen Fächerpinsel. Das ist ein sehr preiswerter Borstenfächerpinsel und mit dem kann ich eben unten die Kante etwas schärfer machen, aber auch noch einige Strukturen dazu malen. Ganz unregelmäßig soll das sein und nicht zu brav und nicht zu gerade. Hier noch ein paar Strukturen, hier noch ein paar Gräser. Etwas Gestrüpp, das male ich meistens mit der Ecke dieses Pinsels. Und jetzt schönes, leuchtendes Lasurorange. Auch das wieder mit dem Fächerpinsel
Und jetzt ein paar Dunkelheiten mit der Ecke des Fächerpinsels in das noch nasse Lasurorange. Diese kräftigen, warmen Orangetöne haben natürlich im Hintergrund nichts zu suchen, das passt nur für den Vordergrund, um damit auch wieder Nähe zu vermitteln. Hier lasse ich noch ein wenig Blau verlaufen, um diese Ecke ein wenig abzudunkeln. Ein paar richtig dunkle Schatten setze ich jetzt noch mit dem Kalligraphiepinsel. Das ist wieder natürlich die Mischung Siena gebrannt mit ganz wenig Ultramarinblau. Ja, hier gehört noch Dunkelheit rein. Und nachdem dieser Kalligraphiepinsel eine fein zulaufende Spitze hat, ist er auch geeignet, um einige wenige Details anzubringen. Jetzt aber mische ich die Farbe für die Nadelbäume. Das ist Siena gebrannt und preußischblau. Viel preußischblau. Und wenn mir diese Mischung, die so ein dunkles, stumpfes Grün ergibt, dann zu hell sein sollte, kommt noch Ultramarin dazu. Aber vorläufig ist es nur Siena gebrannt und preußischblau. Und weil ich ganz lockere Nadelbäume malen möchte, male ich auch die mit dem Fächerpinsel. Man sieht schon, ich male vorwiegend mit der Ecke. Der Pinsel ist gut mit Farbe gefüllt, aber ich drücke ihn nicht fest drauf. Ich male ganz locker, kaum dass die Borsten das Papier berühren. Wichtig ist bei Nadelbäumen, dass die Äste nach oben hin zeigen. Hier kommt noch ein zweiter Baum dazu. Das Ganze passiert einfach fast automatisch. Aber dieses automatische Malen funktioniert nur dann, wenn man schon genügend Übung hat. Also diese Nadelbäume sollte man vorher auf einem separaten Blatt zuerst probieren, bevor man das vielleicht schon recht gut gewordene Aquarell verhunzt. Ja, und jetzt brauche ich noch mehr Dunkelheit. Jetzt gebe ich Ultramarin dazu. Gerade unten ist bei den Bäumen und Sträuchern immer die größte Dunkelheit vorhanden. So, jetzt ist es besser. Und darunter kommt noch ein leichter Schatten aus schmutzigem Ultramarinblau. Ja, ich möchte auf der linken Seite auch noch Nadelbäume haben. War eigentlich nicht geplant, aber diese Stelle ist mir eine Spur zu leer. Also auch hier wieder genau die gleiche Technik. Mit der Ecke des Fächerpinsels fange ich oben an und nach unten hin geht der Baum dann so leicht keilförmig auseinander. Das macht so richtig Spaß. Ja. Einige Stellen verstärke ich jetzt noch mit dem Zehnerpinsel, einem Rundpinsel und einer Mischung, der ich noch ein wenig Ultramarinblau dazugegeben habe, damit sie noch dunkler wird. Also dieses stumpfe Grün ist preußischblau mit Siena gebrannt und die ganz starken Dunkelheiten, die sind noch versehen mit Ultramarinblau. Und das Ganze natürlich ziemlich kompakt. Mit dem Sechserpinsel setze ich hier noch einen kleinen Baumstamm hin und ja, unter den Häusern möchte ich noch ein wenig Dunkelheit haben. Das ist die gleiche Mischung wie für die Nadelbäume. Passt. Und was fehlt noch?
Sie haben es erraten, ein paar Zaunpfosten. Die gehören hier einfach dazu, alleine schon wegen der Perspektive. Zum Vordergrund hin werden diese Zaunpfähle etwas dicker und auch eine Spur dunkler. Jetzt kommen im Vordergrund noch einige Strukturen dazu. Ich drücke dazu meinen Kalligraphiepinsel fest auf die Palette, sodass es sich nach vorne hin spreizt und kann damit ganz einfach und praktisch neue Strukturen verstärken und anbringen. So. Hier sieht man es ganz gut. Damit diese Schneefläche im Vordergrund nicht so klinisch sauber aussieht, kommen einige dunkle Flecken dazu, die ich aber sofort wieder mit dem feuchten Pinsel leicht verwasche. Okay. Das dunkle Grün bei den Nadelbäumen ist noch ein wenig feucht, also kann ich versuchen, hier noch etwas Gestrüpp ein paar Striche herauszukratzen. Auch hier bei dem Gestrüpp funktioniert das noch bei den meisten Stellen und dort, wo es schon zu trocken ist, kann ich ja zum Schluss mit etwas Deckweiß nachhelfen. Mit einem relativ trockenen Rundpinsel und Sienna gebrannt mit ganz wenig Ultramarin male ich jetzt noch ein paar trockene Blätter auf die kahlen Baumstämme im Mittelgrund. Dazu halte ich den Pinsel ganz flach und male nur mit dem Pinselbauch, das heißt, ich ziehe den Pinsel ganz leicht über das Papier. Auch hier deute ich noch Spuren von übrig gebliebenem Laub an. Jetzt wird der Zaun noch vervollständigt und dann werde ich im Vordergrund noch ein paar dunkle Gräser einsetzen. Das geschieht jetzt mit einer sehr lockeren Mischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt, wobei ich unter locker verstehe, dass ich nicht lange durchmische, so dass diese Mischung einmal ein wenig einen bläulichen Touch und dann wieder einen rötlichen Touch von Sienna gebrannt aufzeigt. Nun ein paar helle Stellen braucht der Vordergrund doch noch, also mische ich Deckweiß mit ein wenig Sienna Natur, sodass das ein gelbliches Weiß wird. Ich nehme dazu meinen Schlepper und versuche den Strich sehr dünn zu halten. Dort, wo ich den Pinsel abstreife, das ist ein Haushaltsschwamm, den ich auch immer wieder benutze, um etwas Farbe aus dem Pinsel zu ziehen, sodass er, wenn ich es brauche, nicht zu nass ist. An einigen Stellen, und zwar dort, wo die Schneefläche an das Gestrüpp angrenzt oder an Dunkelheiten angrenzt, setze ich Deckweiß relativ dick drauf, sodass
An manchen Stellen, und zwar dort, wo die Schneefläche direkt an das Gestrüpp angrenzt, nehme ich Deckweiß direkt aus der Tube, um die Kanten dort etwas genauer und exakter zu machen. So wie hier zum Beispiel. Übrigens, ich werde dieses Motiv in den nächsten Tagen noch einmal malen. Und zwar das gleiche Motiv, aber nur mit ganz groben Pinseln, also fast ausschließlich Hackbrush und einige Dinge mit dem Schlepper. Und das soll dann ganz locker und ganz weich werden. Also eher etwas konträr zu dieser Übung. Ja, aus diesen dunklen Flecken, die ich jetzt noch etwas verwasche, werden dann gleich ein paar dürre Gräser herausstehen. Das soll den Vordergrund etwas auflockern und ja noch näher bringen. Diese Gräser male ich mit Schlepper und natürlich mit Sienna gebrannt und fallweise Ultramarin dazu. Und das sind jetzt so ziemlich die letzten Striche, die ich bei diesem Bild mache. Und ich darf Sie erinnern, bitte abonnieren Sie meinen Kanal, damit Sie immer verlässlich verständigt werden, wenn neue Videos von mir erscheinen. Bald kommt ja gleich ein neues, also dieses Motiv, noch viel freier gemalt und noch viel lockerer gemalt. Eines aber kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Locker malen kann ich nur dann, wenn ich in der Lage bin, dieses Motiv auch etwas exakter und genauer darzustellen. Also sofort mit einem lockeren Aquarell zu beginnen, das geht fast in allen Fällen daneben. Und wie immer am Ende des Videos wünsche ich viel Spaß beim Aquarellieren. Viel Spaß aber auch beim Üben, denn ohne Übung wird es in den meisten Fällen nichts. Geben Sie aber nicht auf, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert. Üben Sie weiter, der Erfolg kommt dann ganz sicher. Also, danke fürs Zuschauen und tschüss.